Hallo und willkommen zurück. Da fängt die Musik doch passend an. Zu Brief Edge, einer weiteren Folge hier auf YouTube. Und Frank und ich haben uns das richtig gemütlich gemacht hier. Also, das war schon sehr, sehr spannend. Also, ich möchte mich gar nicht dazu äußern. So. Was? Ach so. Ja, was wollte ich sagen? Wir müssen essen und trinken. Ich würde sagen, ich schaue mir mal eben schnell bisschen was hinter der Binde. Und wir müssen immer noch ein wenig Kondome finden. Ich würde auch einmal. Warte mal, lass mal gucken. Achso, wir haben ja so einen Schubregler, ne? Wie schiebe ich denn? Haben wir beim letzten Mal, bei der letzten Folge ja so gecraftet. Wie geht. Ah, cool. Das ist ja. Ah, das ist mega praktisch. Das lädt auch wieder auf. Sieht man in der Mitte am Bildschirm. Dieser kleine Balken da links, wenn ich jetzt drücke, wird er weniger. Ah, das ist ja mega praktisch. Wir haben keinen Sauerstoff dabei. Ich wollte es erwähnt haben. Oh, das vereinfacht so viel. Das vereinfacht so viel. Neutralisieren. Wie neutralisiere ich das denn mit der Schere? Ich will das nicht anfassen. Das ist Strom. Das ist bestimmt nicht gut. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Wir müssen ja immer noch so ein bisschen Ressourcen farmen. Wie viel Haltbarkeit hat denn unser Schaber? Noch 25. Der hat auch noch 25. Ich weiß gar nicht, ob der das ist, den wir unten drin haben. Können wir noch so eine Kerze herstellen? Ja. Eine Sauerstoffkerze. Ich würde zwei Stück mal herstellen. Wir haben noch Batterien hier oben drin. Immer eben zwei Kerzen herstellen, dann haben wir die. Gegenstände. Ich weiß, wir können immer noch die Taschenlampe herstellen, aber ich möchte mir die jetzt, glaube ich, aufheben. Was ist eigentlich hier oben? Was ist das überhaupt eigentlich hier? Ach, Videokassetten. Gegenstände? Poster? Notizen? Alter Schwede, was wir wahrscheinlich noch finden werden, wenn das hier wahrscheinlich voll wird? Ich weiß es nicht. Telefon, Nachrichten. Achso, hier kann man das nochmal nachlesen. In der Nähe der Toilettenpumpe kann es zu einem Druckentlastung kommen, wenn die Abwassertanks von außen beschädigt werden. Es wird dringend empfohlen, in solchen Momenten nicht drauf zu sitzen. Babe. Alter, dieses Bild. Hallo YouTube. Sonstiges. Achtung, Überlebender. Das Rettungsshuttle Hoffnung wurde vom nächstgelegenen Evakuierungspunkt zu ihnen geschickt. Aufgrund der leichten Motorstörung beträgt die geschätzte Ankunftszeit der Retter 4369 Jahre. Das wissen wir ja. Ich habe übrigens in der ersten Folge irgendwas mit Rettungs... keine Ahnung gelesen. Hier steht Rettungsshuttle, weil das so komisch auf dem Monitor gewesen ist. Wollte mich dafür nochmal entschuldigen. Essen, Wasser, Ausrüstung. Ja, müssen wir mal gucken. Das haben wir ja schon. Nice. Gegenstände, ja. Werkzeuge, ja. Den Scanner können wir mal herstellen, ne? Wir können tatsächlich mal den Scanner herstellen. Was haben wir hier? Achso, das sind die Errungenschaften. Wie stellen wir den Scanner her? Ausrüstung, Werkzeuge, Scanner. Metall und Batterie brauchen wir dafür. Haben wir. Hi Frank. Alles cool? Frank lässt sich richtig gut gehen. Metall. Einmal Metall und einmal Batterie, ne? Oh yeah. Ausrüstung, Werkzeuge, Scanner. Wir hatten ja was zum Scannen gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Eine, was? Amateurkamera, ein paar Teile und etwas Kluges? Konnte ich jetzt gar nicht lesen. Habe ich mir mal auf eine 4 gelegt, habe die Schere jetzt mal abgelegt. Lol, wie ulkig. Wo war denn das nochmal? Wo war denn das nochmal gewesen mit dem Scannen? War das da hinten bei den Jungs mit der Videospielkonsole? Oder wo war das? Wo konnten wir denn nochmal? Ah ja, die Pflanze bei uns im Zimmer konnten wir, glaube ich, auch scannen, ne? Bei unserer Raumstation. Jetzt gucken wir mal, was wir damit machen können. Einsammeln, was? Honig. Oh, Honig, warte mal. Honig nehme ich mit. Noch mehr Honig? Honig. Was ist das hier? Aufbrechen. Oh, warte mal, das brechen wir gleich auf. Erstmal will ich jetzt scannen.
Großer Fernseher, neue Blaupause. Was? Untersuchen? Nee, ich will nicht untersuchen. Ich würde gerne Dragbier. Okay. Nehmen wir ein wenig Sauerstoff. Manchmal wird es ein bisschen stressiger, weil mit dem Sauerstoff ist schon manchmal ziemlich anstrengend. Noch mehr Honig und eine Matratze. Okay. Wir haben so viele Ressourcen. Wir finden nur keine Kondome. Was ist das denn hier? Süßigkeiten und Wasserflaschen. Ehre. Okay. Da würde ich gerne mal hin. Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Vergiss immer, dass wir jetzt so düsen können. Ja, ich weiß, wir haben nicht viel Sauerstoff, aber wir haben noch zwei Flaschen. Erstmal hier. It looks like a mail delivery shuttle. Surely it was carrying a lot of useless things, most of which were stolen before loading. Ein Postzustellshuttle ist das hier gewesen. Vielleicht werden wir hier fündig, was Kondome angeht. Falls die Leute jetzt erst später eingeschaltet haben, warum suchen wir Kondome? Weil wir daraus Luftballons bauen können. Mit, ja. Eine Schere. Oh, wir haben ein Kondom bekommen. Juhu. Okay, wir haben nicht mehr viel Sauerstoff, ich weiß. Oh, unser Inventar ist voll. Ich will nichts droppen. Ach komm, scheiß auf den Honig. Hey, ich hab doch genommen. Nein, ich hab den weggeworfen, die Flasche. Oh, fuck, warte. Ich hab aus Versehen die Flasche weggeworfen. Ich bin so ein hohler Idiot. Oh mein Gott. Egal, dann müssen wir uns... Was ist das denn? Eine Unterhose! Was? Ein paar modische, farbige, athletische Sport-Shorts für große Jungs. Sie können nicht im Raumanzug getragen werden, wegen des eingebauten Aufprallpumpensystems. Aber wenn es plötzlich einen Strand in der Nähe gibt, kannst du mit diesen, was, Urinalsammler abziehen, was? Alter, katholische, vor allem, wo du hier immer früher noch so wie so ein Münzfach hattest, ist, oh Gott, die sind so furchtbar, nee, ich will die nicht nehmen, nee, 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 Errungenschaft, nee, ich will die nicht, das, nee. Oh. Bleibst du wohl hier? Oh Gott, das war... Ich muss jetzt mal zu meiner Verteidigung sagen, ich habe solche Unterhosen damals auch gehabt. Es sind furchtbare Unterhosen. Gott sei Dank, mittlerweile habe ich die nicht mehr. Was ist das? Postfach? Oh, Brief Edge, Wettbewerb. Ich erinnere mich... Ich habe es für einen Wettbewerb der Bestattungsagentur für den Tag der Kosmonautik geschrieben. Zeige allen, dass der Weltraum cool ist und überzeuge so viele Freunde wie möglich, hier begraben zu werden. So etwas in der Art. Den nehmen wir mit. Okay, dann können wir doch tatsächlich die Dings auch mal untersuchen. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Achso, die Unterhose. Die Videospielkram. Sauerstoff hier, glaube ich. Haben wir noch Dings? Nein, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Den Videospielkram können wir dann auch untersuchen und uns dann überlegen, ob wir das mitnehmen oder nicht. Aber wie gesagt, ich möchte das erste Raumschiff jetzt nicht so zumüllen. Oh, guck mal, hier haben wir einen Frachtcontainer hier unten. Den nehme ich gleich noch mit. Geh da rein! So, warte. Dann würde ich hier einmal noch ganz schnell... Den noch mitnehmen hier? Na. Der Dings Schaber geht jetzt eh kaputt. Wetten? Ich hab's gewusst. Und ich hab keinen Ersatz. Na, großartig. Okay, den können wir eh nur an eine Werkbank herstellen. So, dann lass mal gucken. Also, wir haben ein Kondom. Können wir denn noch so ein Ballönchen herstellen? Haben wir dafür alle Ressourcen? Ausrüstung. Dickes Isolierband. Machen wir mal. Wird aus zweimal Gummi hergestellt. Wir haben ja noch ein bisschen Gummi gefunden. Was ist das denn hier überhaupt? Sauerstoffgenerator. Im Allgemeinen handelt es sich um eine Inside-Out-Batterie mit einem ziemlich komplizierten Muster aus Isolierband. Alles, das passt in einem schicken Koffer und hat einen schicken Namen. Du kannst stolz darauf sein und sie in Sauerstoffstation einstecken. Ach so. Na, guck mal an.
Jetzt machen wir mal so ein Ballönchen. Dann haben wir schon zwei. So. Jetzt würde ich Werkzeug gerne noch einen Schaber nochmal herstellen. Brauchen wir dreimal Metall für. Haben wir aber, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir das, glaube ich, hier. Dreimal Metall, genau. Zwei. Was lagere ich denn mal ein? Stoff. Wir haben so viel Stoff, ne? Wir müssen mal irgendwas mit Stoff herstellen, damit das weniger wird. Oder halt vielleicht nicht mal so viel mitnehmen. Süße Packung. Eine Packung geschmolzener Honig. Beim Verzehr werden viele Hände, Füße und noch mehr Umwelt verschmiert. Was? Salzige Packung. Eine Packung der essbaren salzbasierten Lösung. Befriedigt den Hunger. Gut. Und säuert die inneren Organe. Säubert wahrscheinlich. Schätze ich mal. 25. Ah, okay. Aber hier gibt es 60 Hunger. Dafür aber minus 10 Durst und hier ist 40 Hunger plus und minus 5 Durst und hier ist halt Hunger plus 25, aber ohne, okay. Das würde ich, glaube ich, nicht trinken. Gelbes Wasser, ich weiß nicht, woher es kommt. Wir gucken uns gleich mal den Film an. Ich trinke nochmal eben was, einfach um Platz zu schaffen. Ich glaube, das Essen und Trinken ist nicht so wichtig. Ich glaube, man kann das so ein bisschen so, ja, dass man das so ein bisschen aufspart, weißt du? Ich glaube nicht, dass man immer was mithaben sollte. Essen, trinken. Also ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal erstmal hier so ein... Immer so in der Regel immer eine Flasche und einmal Essen mitnehmen. Das reicht ja eigentlich. Die Ballons würde ich gleich einmal loswerden wollen. Können wir übrigens jetzt auch herstellen selber. Mit Honig. Ach, guck mal, mit Honig und Eis können wir die süße Packung herstellen. Und die salzige Packung mit Salz und Eis. Interessant. Na, guck mal einer an. So, was wollte ich jetzt gemacht haben? Ich weiß es nicht mehr. Die Dinger können wir in die Sauerstoffballons einstecken. Oder Sauerstoffstationen. Okay, pass auf, ich erstelle mal eben hier so ein Ding. So eine Sauerstoffkerze, am besten zwei. Genau, wir wollten gucken wegen Stoff, ne? Was können wir denn mit Stoff herstellen? Stoffrolle. Viermal Stoff, pass auf. Zwei, drei, jetzt haben wir vier. Eins, zwei, drei, vier. Würde ich zweimal Stoffrolle herstellen? Die brauchen dann ja weniger Platz. Und dann haben wir diese... auch schon mal Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen werden. Wer bestimmt für irgendwas brauchen. Dann würde ich das einmal wieder einlagern. Wahrscheinlich können wir uns theoretischerweise auch... irgendwann wahrscheinlich eine größere Kiste craften, würde ich, ist meist bei den meisten Survival-Games eigentlich so. Wird wahrscheinlich nicht anders sein. Temperatur plus 25, Alkoholrausch plus 20. Den müsste man normalerweise mal trinken, den Alkohol, um zu gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Frank, geht's dir gut? Frank guckt immer noch raus. Ist wahrscheinlich sehr, ja, der ist immer noch im... Oh, Frank, ich berühre mit meiner Hand. Ich lege das Bein. Oh, Frank. Frank. Okay. Vorbei mit dem schmutzigen Gedanken. So, was wollte ich gesagt haben? Speicherlage kann man nicht benutzen. Genau, hier war das Rettungs-Shoot-Tiele, habe ich da, glaube ich, gelesen. Und Rettungs-Shuttle steht da. Ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür. Entschuldigung, dass ich... Ich kann nicht lesen, ich bin ein Unmensch. Ah, hier die Pflanze. Warte mal. Wenn wir schon dabei sind... Was haben wir denn hier? Esoporischen Pflanzen? Was, was? Wir haben eine Blaupause bekommen. Objekte, Station. Wo haben wir das jetzt? Haben wir jetzt nicht gerade irgendwas bekommen? War das keine Blaupause? Ich dachte, das wäre eine Blaupause gewesen. Aber anscheinend... Anscheinend war das keine Blaupause, sondern... Dekoration. Doch, hier. Aeroponischen Pflanzengefäß. Wandpflanzengefäß für eine kleine Pflanze. Das Vorhandensein einer Art von Insekten wie ein Schmetterling oder eine Fliege zusätzlich zu einer Blume verleiht ihr einen besonderen Charme und einen luxuriösen Nutzen von gesunden Protein. Eine Wohltat für Auge und Magen. Ja, okay.
Gut, aber das können wir, glaube ich, noch nicht herstellen. Fernseher. Oha, großer Fernseher. Ein Traumfernseher. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit angefangen, so große Bildschirme auf so kleinen Fernsehern zu machen. Und das Bild ist so viel saftiger als bei den eingebauten Riesen. Okay, hier sind immer die Sternchen hier oben, wenn wir mal gucken können, was wir Neues bekommen haben. Ich weiß nicht, was kann man damit eigentlich machen? Eine berühmte, richtige Geschichte aus etwas Fleisch. Nach einem seltsamen grünen Schaum zu urteilen, verfault der Schawarm schon vor langer Zeit, aber das verhindert nicht, dass er gegessen wird. Verderbliche Produkte sind auf dem Raumschiff verboten, also ist dies Schmuggelware, was ein seltener Fund ist. Aber es wird ein ausgezeichneter Gaskatalysator von den Magenschmerzen sein. Wo haben wir das? Ich will das essen. Ich werde das jetzt essen. Wo ist denn das? Haben wir das hier weggeschmissen? Hatten wir das nicht hier irgendwo gesammelt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Warte mal. Wir haben das doch gefunden. Wo ist denn das hin? Okay. Pass auf. Wir werden uns jetzt einen gemütlichen Filmabend machen. Mit Frank zusammen. Frank, gucken wir zusammen einen Film? Wie sieht aus? Komm. Komm, wir machen jetzt einen schönen Filmabend, wir beiden. Ha? Was hältst du davon? Machst du schön gemütlich hier auf dem Sofa? Ja? Schön gemütlich, Füße am Tisch. So, wie sich's gehört. So. So, danke, Frank. Frank, jetzt benimm dich doch mal. Wir haben Zuschauer, wir haben doch Gäste da. Wir können doch jetzt hier nicht... Frank, was soll denn das? Frank, was machst du denn da? Frank, wir machen jetzt gemütlichen... Ja, genau, so. So. Was hältst du davon? Hm? So, du so und ich hier. Ja, ich hier neben dir. Und wir machen jetzt hier gemütlichen Filmabend. Ja, was hältst du davon? Ja? Gute Idee. Achso, ich wollte noch eben Dings bauen, ne? Bevor wir jetzt eben... Frank, warte, ich muss noch mal eben schnell... Warte. Ich würde mal eben schnell aus dreimal Metall mir noch mal eben schnell einen Schaber bauen, dass ich das nicht vergesse gleich. Damit wir das haben. Und dann würde ich sagen, machen wir mit Frank einen schönen Filmabend. So, jetzt so zum... Jetzt so zum Abend hin, so Frank. Frank, ich mach extra Licht aus. Was hältst du von, hä? Wir beiden jetzt schön Fernsehen? Gemütlich? Hm? Pass auf. Okay. Videokassette einlegen. Und zwar... Tag der Kosmonautik. This place. Oh, die Bilder sind im Weg. Is it different from the others? Reef Edge. You can take a splendid picture on your bus breakfast based on a true story. Das Klo. You can't survive in such coordinates. Was? Wo ist das? Das muss ja auch im Spiel. No, it's not hell. This is space. Save a place for true heroes. What? Space already shown. All over the sky. Na, Frank, wie war's gewesen? Hast du dich erschrocken? Alter. Ah, wie schön. Ja, was wollte ich gesagt haben? So, Frank, komm, wir machen wieder Licht an. Oder machen wir ein bisschen Musik an. Ach, guck mal hier, der. Ah, unser Freund, guck mal, der sitzt hier. Ach, wie süß. Den lassen wir mal so sitzen. Frank ist auch immer noch am Chillen. Ich würde sagen, wir lagern mal eben die Videokassette hier unten einfach bei. Erstmal. So. Unsere Aufgabe wird es jetzt erstmal sein, ein paar Sauerstoffballons zu platzieren, die ich jetzt erstmal machen werde. Ach schön, haben wir uns einen schönen gemütlichen Filmeabend gemacht mit Frank. Ne?
So, ich werde zum Beispiel mal so ungefähr gucken, wie wir mit dem Sauerstoff auskommen. Wir haben ja immer 50. Und jetzt werde ich so ungefähr mal schauen, dass ich so ab der Hälfte so vielleicht oder so ab 20 dann, ja, so 15, 20 so einen Ballon mal platziere. Weil wir können ja da mal dann nachtanken. Also jetzt so würde ich jetzt mal einen platzieren, so ungefähr. Ausrüsten. Habe ich den? Wo ist der? Wo ist der hin? Oh nein, jetzt habe ich ihn. Hä, wo ist der hin? Hä, warte mal, hä? Ach so, warte mal. Ach, sind das... Ach so, das sind... Ach so, das sind gar nicht die... Oh, warte mal. Ach, die Sauerstoffballons sind... Ach so, das sind gar nicht die... Ich war... Oh, lol, ich war jetzt völlig im anderen Modus. Das heißt, wir haben jetzt unseren Hauptsauerstoff am Anzug erweitert. Der ist jetzt hier reingegangen. Das heißt, den können wir... Oh nein, oh lul. Oh doch, oh nee. Weil es gibt, ich weiß, von damals noch vom Spielen gibt es Ballons, die kann man hier so in dieser Welt platzieren. Und dann kann man da hinfliegen. Das sind dann wie so Sauerstoffstationen. Ah, so. Ja, gut. 25 mehr Sauerstoff macht schon was aus, ne? Das Problem ist, das Ding... Ja, ich weiß nicht, können wir das einfach hier wegwerfen? Fallen lassen? Ah, okay, gut. Brauchen wir nicht. Brauchen auch irgendwie einen Müllplatz oder so, ne? Weil ich finde das nicht schön. Nein, wir müssen das... Oh, warte mal, hier, scannen. Ich habe einen Scanner. Erste-Hilfe-Kasten. Neue Blaupause. Nice. Können wir das Klo ausscannen? Was haben wir da eigentlich an der Brust? Achso, unsere... La la la. La la la. Hey, Radio, mach was anderes. Okay. Wir haben eine neue Blaupause. Verbandskasten. Bei Ausrüstung und Gegenstände. Ach, guck mal an. 50% Gesundheit. Das heißt, wir brauchen nicht mehr schlafen gehen. Wenn wir quasi... Dafür brauchen wir also Stoff. Einmal Stoff und einmal Alkohol. Ja, guck mal. Können wir den Alkohol verbrauchen? Das können wir mal machen. Einmal Stoff hier. Zack, da drüben. Und dann stellen wir mal einmal ein her. Dann haben wir die Alkoholflasche auch weg. Zack, und wir haben Erste-Hilfe-Kasten. Den auch wir auch mal benutzen können, wenn wir wollen. Einfach nur mal so, kriegen wir 50 Gesundheit. Weißt du was, komm, machen wir mal. So, haben wir voll. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Ja, ich hätte gern noch ein Lager, ein weiteres. Das wäre noch echt ein Traum, weil hier so mit den Sachen immer ewig hier rumschleppen ist halt schon mega nervig, muss man einfach sagen, ne? Weil die Geräte, die man hier hat, die nehmen ja auch Platz weg. Ich meine, die könnte man natürlich auch theoretischerweise einfach hier drauflegen. Vielleicht den Scanner und so, aber ja, schwierig, ich weiß nicht. Hm. Immer noch. Frank, was ist los? Bist müde? Ach, komm mal mit, Frank. Frank ist, glaube ich, gerade... Im Müdigkeitsmodus. Ich würde Frank einmal hier einfach, Frank, komm. Komm, Frank. Leg dich hin. Es ist okay. Du kannst ruhig schlafen gehen, Frank. Alles gar kein Problem. Frank, wie sieht aus? Machst du den gemütlichen? Huch, Frank. Brauchst du nicht wegdrehen? Bist du beleidigt? Frank, was soll denn das? Huch, Frank, was machst du denn da? Was sollen denn unsere Zuschauer denken? Frank, jetzt komm. Jetzt rede ich doch nicht weg. Was ist denn los mit dir? Frank, jetzt bitte. Was soll denn das? Also ehrlich. Frank, jetzt komm. Frank. Frank, was soll das? Frank, ich bitte... Frank, ich bitte dich. Frank, ich bitte dich. Frank, ich bitte dich jetzt hier, dich ins Bett zu legen und dann bitte... Frank, bitte, ich...
Frank, was soll das? Bitte. Frank, wir haben jetzt keinen Sex jetzt hier vor dem Publikum. Jetzt, Frank, jetzt lass mich doch mal. Jetzt leg ich dich ins Bett und versuch zu Ja, genau. Machst dir's gemütlich, so wie du's immer machst. So. Und jetzt schließe einfach ein bisschen. Was hältst du davon? Schön gemütlich. So. Ja, Frank geht's gut, dem Hamster geht's gut, unserem kleinen Haustier, was wir ja bekommen haben. Mir geht's auch gut, alles bestens. Was wollte ich gesagt haben? Lass doch mal schauen. Okay, das hier oben ist quasi die Glocke, die wir noch kriegen, den Raumanzug und die Taschenlampe. Können wir die Taschenlampe noch bauen? Warte mal. Jetzt würde ich die einmal bauen, weil wir die Glühbirne ja hatten oder haben. Oder wo ist die? Haben wir damit irgendwas anderes gebaut? Ich bin mir nicht mehr sicher. Batterie hätten wir, aber wo ist die Glühbirne? Haben wir die für irgendwas anderes verbraucht? Anscheinend ja. Ich weiß nur nicht für was. Kann das sein, dass wir die für den Scanner gebraucht haben? Ich gucke. Ja, wir haben den für den Scanner gebraucht. Alles klar, okay. Können wir Metall und Batterie? Haben wir noch Metall da? Haben wir noch, ne? Wir müssen unbedingt mal ein bisschen Metall farmen. Das können wir mal eben machen. Ich würde jetzt einmal so zum Abschluss, jetzt würde ich einmal noch ein bisschen Metall farmen, einfach weil wir ein bisschen Metall brauchen. Das würde ich mir... Wir haben jetzt, glaube ich, 70 Sauerstoff, ne? Das ist schon ordentlich, muss man einfach sagen. Das ist schon verdammt viel. So, dann düse... Oh, guck mal hier. Was ist denn da Schönes? Dann können wir da rausgreifen, ne? Brauchen wir ja für Batterie wieder. So, so langsam kommen wir rein. So langsam wissen wir, was ist. Damit wir auch hier zurechtkommen quasi. Das nehme ich mit. Achso, diese Aufnahme übrigens. Jetzt zum Ende sage ich das erst. Okay. Egal. Wollte ich mal ausprobiert haben auf 1080, nicht auf 720. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das geklappt hat oder nicht. Müssen wir jetzt einfach mal schauen, weil die letzten Folgen waren auf 720. Ist auch okay, vollkommen ausreichend eigentlich. Aber ich wollte euch ja auch ein bisschen Qualität liefern und im Stream streame ich ja immer so um 720 rum. Ne, 75 Atem haben wir sogar. Und deswegen, da wollte ich jetzt halt mal ein bisschen getestet haben, geguckt haben, ob die auch auf 1080 jetzt aufgenommen hat oder nicht. Damit so ein bisschen qualitätsmäßig auf YouTube vielleicht sogar ein bisschen besser ist, weil Stream ist immer eine andere Geschichte wie Videos aufnehmen tatsächlich. Das sind zwei Paar Schuhe. Denn im Livestream ist das immer noch eine ganz andere Sache, weil ich nicht so wie andere zwei Rechner unterm Tisch stehen haben. Denn ich habe nur einen Rechner, womit ich alles mache. Und ja. Denn bei mir ist halt, der Rechner muss halt streamen und gleichzeitig auch halt für die Games da sein. Und deswegen ist das dann immer so, da muss ich irgendwo Abstriche ziehen. Aber ich glaube, bei 720 ist das auch vollkommen okay mit Stream, weil man einfach bei schnellen Bildern sowieso eigentlich im Stream auch den Unterschied jetzt nicht so krass merkt. Oh, wir haben gar keinen... Lass mich rein! Nicht den Unterschied krass merkt, sondern, also schon, aber das ist dann so, dass man quasi, wie cool, hier brauche ich gar keinen Sauerstoff, auch schön, das ist dann so, dass bei schnellen Bildern die 720p dann auch vollkommen ausreicht, weil sonst wird das nachher zu pixelig und alles und naja, so. Gut, dann würde ich sagen, das nehme ich noch mit. Sind eigentlich normalerweise drei? Okay. Gut. Was haben wir hier noch Schönes? Zigarettenstummel. Nahrungspaket. Okay, lass mal liegen. Ich glaube, zwischendurch spawnt hier ein bisschen was. Ich bin mir aber nicht sicher.
Aber das merkt man jetzt schon, dass man schon wesentlich mehr Sauerstoff hat. Das ist schon... Das merkt man auf jeden Fall. Das ist schon wesentlich besser. Muss man einfach sagen. So, Frank. Alles gut bei dir? Gut. Dann würde ich sagen, wir haben ein bisschen Metall gesammelt. Was wollte ich denn jetzt nochmal hergestellt haben? Ich wollte nochmal eben handlich einen Schaber, damit wir einen in Reserve haben für den Flexi in der Zukunft. Und ich wollte ein paar, genau, Sauerstoffkerzen herstellen. Genau, damit wir ein bisschen weiter reisen können wieder demnächst. So für unsere Verhältnisse quasi. Und dann würde ich auch nochmal gleich Batterien herstellen, denn wir haben ja Alkali, womit wir ja Batterien herstellen können. So, das müsste bei Ressourcen sein und zusammengesetzt, ne, genau. Da brauchen wir auch Metall für. Ich mache einmal komplett, damit wir alles weg haben. So. Und dann können wir, glaube ich, nochmal 2-3 Kerzen herstellen, ne? Obwohl, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist eigentlich viel zu viel. Aber man muss ja so ein bisschen so den Ausgleich, glaube ich, finden. Weil das Problem ist, unser Inventar ist halt voll. Na, nicht ganz, aber... Ich sehe gerade nochmal ein paar Batterien, ein bisschen Metall. Ja, die Nahrungsklamotten können wir eigentlich auch drüben lagern. Habe ich jetzt erstmal 2 Stück drin. Ach, guck mal, Stoff braucht... Ah, nee, verendetes... Nee, Stoff braucht 2, okay. Gut. Ich würde sagen, ja, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich werde mich mit Frank ein wenig schlafen legen. Das solltet ihr auch tun. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und würde sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Und ich werde es mit Frank erstmal schön übers Köpfchen streicheln. Und ich werde mich mit Frank hier schön gemütlich machen in meiner kleinen Kaschemme. Und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder bei Brief Edge. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und einschaltet. Also macht's gut. Tschüssi.